Hey Leute, willkommen bei Food for Warriors. Heute zeigen wir euch. Wir haben heute gebratene Hähnchenbrust. Da haben wir Kokosreis mit einem frischen Tomatensalat. Also es klingt lecker. Klingt lecker, ne? Legen wir mal los. Und wieder dasselbe Spiel wie immer. Schokolivenöl. Ah, das berühmte Olivenöl. Das berühmte Olivenöl. Sag mal, kann man auch als Alternative dieses Mazzolaöl? Oder das würdest du eher nicht empfehlen? Na, ich sag mal so, geschmacklich her ist es nicht jedem seins. Mhm. Und Olivenöl ist auf jeden Fall gesünder wie jedes andere. Ah, okay. Definitiv. Dann haben wir hier schon unsere Hähnchenbrust. Mhm. Da wird einfach ein bisschen gesalzen. Und für den, der mag, ich mache jetzt noch ein bisschen Rosmarin mit rein. Mhm. Damit wir mal wieder einen anderen Geschmack mit rein drin haben. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt ja viele Sportler, die meckern, nee, ich würde mein Essen nicht salzen. Also, du als Koch, naja, braucht man Angst vor Salz haben? Nein, vor Salz braucht man keine Angst. Ich meine, okay, es gibt ja auch zig Varianten von Salz, Meersalz, was hast du, Bergsalz, was hast du? Ursalz gibt es. Ursalz, dann... Ich sag mal so, Man sagt ja immer, dass selbst Wasser in Übermengen tödlich für den Menschen ist. Es muss alles immer im Maßen sein und dann bei Salz würde ich mir gar keinen Kopf machen. Da ist nichts, was man irgendwie übertreiben könnte, was irgendwie schlimm wäre für den Körper, solange das alles im Rahmen ist. Und das wäre aber auch jetzt egal, was für ein Salz man benutzt? Nee, man könnte Ursalz benutzen, Meersalz benutzen, herkömmlichen Salz. Aber wo ist da jetzt der Vorteil? Ich meine, muss ich jetzt für Ursalz oder Meersalz irgendwie dann mehr zahlen oder? Nee, Salz hat an sich eigentlich einen normalen Preis wie jeder andere auch. Also da bezahlt man jetzt nicht irgendwie mehr oder weniger. Das ist alles eigentlich gleichbleibend. Aber von den Inhaltsstoffen und von den ganzen... Von den Inhaltsstoffen, Salz ist Salz. Salz ist Salz. Also ist es schon irgendwo wahrscheinlich auch wucher, wenn die dann für Bergsalz dann irgendwie 5 Euro verlangen. Nee, das ist dann schwere. Das ist dann schon extrem. So, dann kommt das so wie wieder ist, bei 180 Grad wieder 15 Minuten in den Ofen. So, und in der Zeit, wo wir unser Reis kocht vor sich hin und unser Hähnchenbrust im Ofen ist, machen wir jetzt den frischen Tomatensalat. Und dazu habe ich jetzt hier Cherry-Tomaten eingekauft. Cherry, weil Kirschtomaten hat einfach den Namen, weil er so klein ist. Man kann natürlich aber auch herkömmliche große Tomaten, Schraubtomaten nehmen und den halt einfach klein runterschneiden. Machen wir jetzt ein bisschen davon hier rein. Dann benutzt man noch ein bisschen rote Zwiebeln. Packen wir auch einfach mal hier rein. Dann haben wir eine Prise Salz. Also habe ich mir gemerkt, eine Prise Salz. Ein Schluck Olivenöl. Und jetzt kommt die Geheimzutat. Eine halbe Zitrone reingepresst. Man könnte es natürlich auch weißen Balsamico-Essig benutzen, aber es geht ja bei dem Salat nur um die Säure. Und dadurch, dass Zitrone mir mehr schmeckt, nehme ich statt Balsamico-Essig Zitrone. So, 15 Minuten um, das Hähnchen ist fertig, der Reis ist fertig. Der Tomatensalat ist auch sowieso auch fertig. Da richten wir mal den Spaß hier mal an. Also eigentlich auch wieder ein Gericht, wo man schnell zubereitet. Schnell zubereitet, und genau. Dann eigentlich fast nur noch warten muss. Genau, man macht die Hähnchenbrust macht man fertig. Den Reis muss man aber schon gucken, hin und wieder mal, damit er nicht zu weich wird. Der Salat ist in einer Minute fertig gemacht. Sagen wir zwei. Bei
nicht ganz genau sein wollen. Dann warst du auch schon wieder. So. Und fertig. Tada. Also Leute, wieder ein leckeres Gericht gezaubert. Wir haben Kokosreis, Hähnchenbrust und einen schönen frischen Tomatensalat mit Zwiebeln. Also ihr seht, leckerer geht's gar nicht. Also Leute, Rezept findet ihr unten in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr habt euch wieder alles eingeprägt. Ja. Wir können nur noch sagen, Bon Appetit. Bon Appetit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Bei Food for Warriors.